Und damit herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Wir gucken mal, was heute so geht. 19. Spring. Nein, es regnet heute und ich habe die Viecher aus nicht rein. Hoffentlich sind die clever. Ja, sind sie. Kann wenigstens das Gras ein bisschen wachsen. Ist die schon fertig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die ist ja schon fertig. Nice. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, Auto-Feeding System haben die jetzt. Das heißt, ich muss mich jetzt nur um genug Heu im System kümmern. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Wo ist mein Melkbottich? Hier. Auto-Melk-System wäre natürlich noch Hammer. Inventory voll. Fackeln. Blöden Fackeln. Zwei Herzen hier reicht aber immer noch nicht, um mir eine große Milch zu spawnen. Was habe ich denn an Milch? 2, 2. Achso, ja, ich habe schon. Nice. Sind wir hier? Ja. Aber ich kaufe keine neuen Viecher, weil ich habe ja so schon nicht genug Platz. Ach, meine. Toll. Heißt das eine Huhn echt Schirtogal? Ist nur tot. Wattel, wattel. Sutschu. Gut, okay. Mein Inventar ist so voll gekleistert. Ich muss also meine Hühner nachher noch machen. Jetzt muss ich dann aber erstmal hier hin. So, wir packen erstmal alles rein, was hier rein. Genau. Was da rein gehört, das gehört nicht da rein. Ein Ghostfisch. Brauche ich den noch für irgendwas? Vermutlich nicht. Das war's. Dann hier Monster Loot. Dann Foraging. Dann Früchte. Dann Fisch. Und ein bisschen Holz haben wir auch noch. So. Hallo? Ach so, falsche Maschine. No, damit sie Milch nicht trinken. Jetzt gucken, dass du an die Arbeit kommst. Ich habe eh nicht mehr wirklich lange Bugmeat. Also allzu lange kann ich die Farm hier drüben sowieso nicht mehr aufrechterhalten. Ich gehe jetzt hier bestimmt nicht Bugmeat farmen. Ich habe überhaupt keine Lust zu. Haben wir das? Okay. Dann gucken wir uns jetzt hier um, was alles ready ist. Hier oben sind ein paar Kartoffeln ready. Ein paar ist gut. No. Das halbe Feld ist ja fertig. Und meine riesen Cauliflower-Ernte. Puh, was pflanze ich denn da jetzt nochmal an? Kartoffeln ohne Ende oder was? Das wird ja doch nochmal einen ordentlichen Geldschub geben. Warte mal, heute regnet es. Das heißt, ich müsste eigentlich unten am Strand den Dude finden können. Boah, so viele Aufgaben gerade. Oh. Ich werde irgendwas vergessen. Das sage ich jetzt einfach schon mal im Voraus. Weil ich muss jetzt hier abernten. Hier muss ich noch abernten. Dann muss ich noch runter an den Strand. Ich muss noch zum Einkaufen. Und mit meinen Hühnern war ich, glaube ich, noch nicht fertig.
Lololo. Oh, da kann man einfach schon richtig hören, wie die Kasse nachher klingelt. Gerade Cauliflower ist ja doch einer der wertvolleren Produkte. Okay, Fertilizer muss ich nachher noch mitnehmen. Ein paar Felder muss ich neu machen. Gut, ich habe noch Platz. Halt. Cauliflower, Fertilizer. Darf ich jetzt alles nicht vergessen. Okay, Holz ist jetzt erstmal... Ich habe eh keine Axt. Gut, erster Schritt, Hühner fertig machen. Erster Schritt, Hühner fertig machen. Ach, kann das sein, dass ich alle schon begrüßt habe? Ja. Die haben noch kein Auto-Feeding-System. Das heißt, hier muss ich tatsächlich auch nochmal... So. Kommt schon. Hühner fertig. Nächster Schritt. Da wubbelt alles. Hier ist noch Feldarbeit. Nächster Schritt. Den Fertilizer in der Tasche für nachher. Hab ich da noch ein bisschen was von? Ja. Nächster Schritt. Dings unten holen gehen. Riesiges Grasfeld hier. Kümmere ich mich aber, wie gesagt, einen anderen mal drum. Hardwood ist jetzt auch nicht so wichtig. Hier lang, da lang. Okay, dann gucken wir uns natürlich auch gleich noch nach Zeug um. Nicht mehr allzu viele Plätze im Inventar, aber gucken wir mal, ob es gut geht. So, hier müsste jetzt eigentlich der Typ stehen, genau. Der müsste mir jetzt eigentlich dieses Ding verkaufen. Genau, dieses Mermaid's Pendant, was ich zum Heiraten brauche. Bin ich ja froh, dass ich auch noch so viel Kohle hatte. Ich dachte 500. 5000 ist natürlich eine ganz andere Marke. Aber selbst wenn, ich habe genug Zeug dabei, um das quasi auch wieder auszugleichen. Ich muss jetzt eh zu Pierre. Ich sollte vielleicht langsam Gold für... Obwohl, ich setze das Geld ja wieder um. Kartoffeln brauchen 6 Tage. Die habe ich, glaube ich, noch. 28 Tage hat, glaube ich, so einen Monat. Schnell gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt, ja. Okay, ich verkaufe jetzt gleich mal hier, wenn ich einmal hier bin. Boah, 63.000 wieder. Das hat doch funktioniert. Und dann gibt es Kartoffeln. Kartoffeln. Ich brauche so viel Kartoffeln jetzt dann. Weiß nicht, ob 100 da reichen. Ich kaufe sicherheitshalber einmal mal 300 Kartoffelsamen. So, gut, Abigail. Oh, ich habe gerade mitbekommen, dass Freitag ist. Manchmal verliere ich so ein bisschen die Zeit. Also den Überblick über die Zeit. Pop. Was wollte ich jetzt als nächstes machen? Anpflanzen ist klar. Die Axt ist beim Schmied. Bundle kann ich jetzt nicht wirklich fertig machen. Das Pendant gibt es erst später, weil ich will im Sommer heiraten. Ich glaube, 3 Tage, nachdem ich es ihr gegeben habe, wird die Heirat ausgelöst. Das heißt, ich gebe ihr das quasi einfach im ersten Sommer, da bin ich safe. Wenn ich da Zeit habe im ersten Sommer. Irgendwann im Sommer halt. Bupp. Ach, ich gebe ihr das einfach gleich, sonst vergesse ich es auch bloß wieder. Gucken wir mal, ob ich sie jetzt irgendwo finde. Das passt mir sehr gut. Werde ich nämlich meine Eier noch los. So, und dann haben wir hier quasi
Echt jetzt ein Ei von jeder Sorte? Oh ne, fuck, da hätte ich noch mehr gehabt. Naja, egal. Jetzt komme ich ja echt nicht vorbei. Aussehen tue ich gleich. Ich will das noch schnell zu Lea bringen. Ich heirate jetzt einfach gleich. Dann ist es am Ende vom Frühling. Das ist doch auch hübsch. Hallo Lea. Ah, ich sollte halt mal was Neues kochen. Apropos kochen, ich sollte auch mal was kochen hier. So, du kriegst jetzt hier das Mermaid Pendant. Oh. Ich nehme an. Oh, ja, bitte. Oh, die kümmert sich sogar an alles. In 3 Tagen, das heißt am 22. ist hier Most Important Day Ever. Am 22. Ja. So. Das habe ich gerade sowieso nicht. Damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Bla bla bla. Bei ihr wollte ich mal reingucken. Hey hey. Was hat die so? Nichts Besonderes. Ein Schwein kostet 16.000. Zwei Schafe würden auch 16.000 kosten. Ich glaube, ich gehe erstmal mit 2 Schafen, weil dann kann ich den nämlich erlauben zu maten. Irgendwann habe ich dann vielleicht Glück. Ich könnte mir aber tatsächlich 2 Schafe und 2 Schweine kaufen. Hätte dann aber kaum noch Geld. Brauche ich denn jetzt für irgendwas noch Geld? Ich habe eigentlich gesagt, ich wollte nichts kaufen, weil ich die draußen nicht füttern kann auf dem kleinen Gebiet. Lass mich kurz nachdenken. Ich bin... Ich kann mir überlegen, ob ich das jetzt machen sollte. Furt. Wir heißen definitiv nicht Furt. Sein meinetwegen. Kaufen wir erstmal 2 Schafe. Snock. Nalbert ist doch nice. So, 2 Schafe erstmal. Ah, ich habe hier eine Axt. Ich habe ja keine Axt. Das war ja das Problem. Okay. Hier musste ich ja auch noch was machen, stimmt. Hier ist mir ein Feld kaputt gegangen. Und hier ist mir ein Feld kaputt gegangen. Diese Wild Seeds werde ich, denke ich, auch nicht nochmal an. Ne, hier ist gar kein Feld kaputt. Das ist doch Käse. Hm. Gut, Kartoffeln raus. Hier hinten sieht auch gut aus. Vorteil ist, ich muss heute nicht drauf gießen, weil es einmal schon regnet. Ja, gießen Kartoffelernte nochmal zum Schluss. So. Wir laufen wieder außen rum. So, Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Auch wieder erst außen rum. Hier, da, 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 da. Der wäre irgendwie cool, wenn man noch Pommes machen könnte. Also da ist... Oh, was so Maschinen angeht, zur Verfeinerung. So selbst Mehl herstellen und sowas wäre zum Beispiel auch nice, ja. Gibt es zwar alles in Modform, aber ich meine so richtig supported.
Gibt es da noch Möglichkeiten? Aber er hat ja selber gesagt, er hat da noch Ideen ohne Ende. Von daher lassen wir ihm doch einfach ein bisschen Zeit. Da habe ich gerade nichts zum Arbeiten dran. Für das Gewächshaus fehlt ja wirklich bloß noch die Large Goat Milk eigentlich. Die Large Goat Milk oder eben Wool. Ach ja, scheiß auf den Zug. Oh, hier. Babyschaf. Wo ist das andere Babyschaf? Mhm. Es ist eine seltsame neue Welt. Ich wünschte, ich könnte von hier drinnen sehen, wie viel Zeug noch da ist, wie viel Gras. Aber ich denke mal, noch mehr als genug. Ich gehe mal gucken. Hier ist ein einzelner Honey. 206 sind noch da. Jetzt nicht super mega viel, aber... Pop, Kartoffelsamen. Wisst ihr was? Der Fertilizer kommt jetzt einmal mit bei die Samen. Ich brauche den nur, wenn ich aussehe. Da kann ich das auch mit bei die Samen packen. Samen. Plus. Dünger. So, ist die jetzt Kiste Samen plus Dünger? Ja, passt. Jetzt wird noch was verkauft. Und zwar du, du, du. Du, du. 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 Du kommst hier bei Fisch mit rein. Du kommst hier mit rein. Du kommst hier mit rein. Den Refined Quartz hole ich mir. Mayo ist bestimmt noch nicht so weit. Doch. Dann ab fürs letzte Entenei. Käse haben wir auch nochmal. Milch haben wir keine. Ist aber auch immer ein Durcheinander dann. Mensch. Kann das mal irgendwie hier halbwegs in Reihenfolge bleiben? Steine hatte ich zum Glück noch da oben. Braucht bald eine zweite Kiste für den Kram. Und hier noch ein bisschen was verkauft. So. Ich kann ja jetzt schon mal drüber nachdenken, wie ich das dann hier machen will. Ich brauche hier mehr Futterplatz. Das ist ein Fakt. Und ich könnte ja wirklich die komplette oberste Reihe Sprinkler abreißen bis hier. Und das dann quasi einfach hier erweitern. Um den Rasenplatz. Das sollte dann locker reichen. Problem ist halt, dass die immer rauskommen und direkt oben. Obwohl, das ist ja so nicht richtig. Denke ich später drüber nach. Ich wollte gerade sagen, wie kann denn der fertig sein, aber der nicht. Gewitter gab es nicht zufällig. Ne, schade, kein Gewitter. Iridium bräuchten wir auf jeden Fall noch auf lange Sicht. Die Angel können wir erstmal hier lassen. Die Sichel, die habe ich eigentlich ungern da oben drin. Genau wie das Schwert, wenn ich nicht gerade kämpfen bin. Guck mal, ob ein Baum ready geworden ist für den Tepper. Nö. Oh. Hier ist aber einmal Zeug da. Hier ist nix. Hier ist nochmal Maple Syrup. Okay, vierer haben wir davon. Wie sieht's aus mit Kohle? Nee, halt. Das ist ja richtig falsch, ne? Eisen. Oh. Ich muss eh Eisen ansetzen. Okay. Ah ja. Zwei Bienenhäuser bauen wir dann aber noch. Und zwar das hier. Und... das hier. Zwei Häuserchen noch, dann habe ich es geschafft. Ich lehne mich jetzt sogar mal so weit aus dem Fenster und stelle mal wieder Holzkohle her.
So, kann das sein, dass das jetzt bloß noch 10 Holz sind und nicht 20? Vielleicht waren es ja auch schon immer noch 10 Holz. Und ich habe es noch falsch in Erinnerung. Okay, damit haben wir jetzt sich um Schafe gekümmert. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich gehe da mal gucken, was der große Dings kostet. Was der große Coop kostet. Das ist erledigt. Deluxe Coop. Gucke ich dann gleich mal, damit wir quasi darauf sparen können. Wegen der Hasen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.